Hey Leute, willkommen zurück zu Deadland 4000 und zwei wichtige Punkte am Anfang. Der erste Punkt ist natürlich, ich hab's gemerkt, als ich letztes Mal die Aufnahme beendet habe, genau in dem Moment, wo mein Finger auf die Taste ging. Ja, wir haben ja hier rechts die Ausrüstungslots für Waffen, aber ich glaube, ich kann nicht, das ist auch ein Nahkampfsymbol, mehr oder weniger das Schwert, die Schusswaffe da rein tun, weil wir müssen die ja sowieso immer nachladen. Aber hier das die Waffe. Okay, gut. Ich habe es jetzt auch gemerkt. Das ist halt ein bisschen komisch vom System her. Was jetzt nicht heißt, dass es schlecht ist. In gewisser Weise finde ich das sogar richtig gut, weil wir haben gleichzeitig eine Shortcut-Leiste, die auch das Inventar ist. Also müssen wir nicht extra immer ein Fenster aufmachen. Was das angeht, ist das schon mal super. Aber es ist halt für so Spiele schon ein bisschen ungewöhnlich. Auch wenn ich so Sachen ausrüste oder einsammeln oder ja generell Items einsammeln, dass die dann normalerweise, wenn nichts in dem Slot ist, die direkt da schon ausgerüstet werden. Deswegen ist mir das letztes Mal so ein bisschen entgangen. Gut, und zum Arcade-Automaten letztes Mal. Ich gehe ganz stark davon aus, dass das zusätzliche Sachen sind, die man dann freischalten kann, die dann in der Spielwelt auftauchen können. Ist jetzt erstmal nur eine Vermutung, aber alles wäre ziemlich sinnfrei, weil die Informationen von den Gegnern sehen wir ja auch so überall. Gut. Das wollte ich doch mal ganz kurz sagen, bevor sich irgendwer aufregt. Das wird mir bestimmt auch auf die Füße fallen. So, jetzt haben wir hier geschrien. Das heißt, du kommst erstmal ran. Wir haben 14 Schuss. Wir machen jetzt aber auch schon mehr Schaden. Ich hebe mir jetzt trotzdem die Munition auf. Ich lasse dich erstmal rankommen. Ja, das ist auf jeden Fall ganz okay. Wir haben wieder ein bisschen was zum Essen. Das haben wir uns definitiv rein. Ich bin mal gespannt. Ich bin gespannt. In Flitzebogen. Nein. Wie sich das noch mit dem... Ja, mit dem Nahrungssystem später spielen wird. Ich hatte das ja schon gesagt, das ist generell nicht so einfach, würde ich sagen. Das gut umzusetzen. Weil sonst könnte es halt auch sehr nervig werden. So, dich müssen wir jetzt nur zweimal hauen, dann bist du nämlich schon erledigt. Und ich glaube, ich werde jetzt in Zukunft mal gucken, dass ich Blobs aus dem Weg gehe. Wenn es denn geht, ist halt auch die Frage, wie lange den Gegner einen so verfolgen. Ach verdammt, du kannst mich auch so angreifen. Kaktus brennt, das ist ja super. Was soll mir das jetzt genau sagen? Ja, ja, schrei du mal rum. Der teleportierende Schreihals ist wieder unterwegs. Passt ja irgendwie zu dem Kind hier. Könnte passen. Das ist hier RP. Roleplay. Ich sollte aufpassen, was ich sage. Ja, sowas ist natürlich... Das kann halt gut sein, wenn man viel Munition hat. Und eine gute Schusswaffe ist das vielleicht gar nicht mal so eine blöde Idee. Oder Aktion, wenn wir uns irgendwo hin teleportieren. Aber es muss dann halt auch die richtige Richtung sein. Da haben wir nichts gefunden. Super. Was? Ach so. Ach so. Burns im Sinne von kann brennen. Ich verstehe. Stand bei dem Kaktus gerade so ein bisschen auf dem Schlauch. Aber das gehört ja auch dazu. Ich meine, wenn man sowas blind spielt, dann gerade am Anfang kann es durchaus sein, oder was heißt, kann durchaus sein, das passiert mir sehr regelmäßig, dass ich das ein oder andere erstmal am Anfang komplett übersehe. So, das ist doch schon mal super. Vor allen Dingen, wir haben direkt so viel davon. Und ich halte jetzt mal die Taste gedrückt. Tatsache, das geht aber ganz schön schnell. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll, dass das quasi so in eine Richtung geht. Weil im Prinzip läuft man immer von links nach rechts. Und dann kann man vielleicht noch gucken, dass man auf der anderen Seite irgendwie vorbeikommt. Das pfeifen wir uns auch schon mal direkt rein. Was bist du denn? Pumpkin. Okay, Mutant.
Ja, ich würde sogar sagen, wir machen das jetzt einfach mal so. Zumindest schießen wir dann einmal und kämpfen dann so weiter. Was bist du? Hellbat! Macht 9 Damage. Okay, du musst sterben. Du musst schnell sterben. So. Was bist du? Cursed Abomination. Was ist denn jetzt hier los? Nachladen. Okay, du droppst halt gar nichts. Bei dir war der Drop schon gelutscht. Gott. Kann mich bitte irgendwer von meinem Leid erlösen? So, wir können aber direkt schon mal nachladen. Dann lassen wir dich mal anrücken. Du hast halt auch... Ja, doch, ja, da haben wir wieder was zu essen. Das ist gar nicht mal so eine blöde Idee. Scarecrow, did it just move? Ich hoffe mal nicht. Ich wollte mir nur Angst machen. Das ist... Du bist halt zu weit weg. Bleib doch mal stehen. Das geht nicht, weil da was im Weg... Ja, das ist jetzt auch super. Wie viel Munition haben wir noch? 8 Schuss. Die hebe ich mir jetzt aber erstmal auf. So, bitte was essen. Danke. Was bist du jetzt? Ein Blob. Regeneriert Lebenspunkte. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Du machst jetzt auch gar nicht mal so wenig Schaden. Mann, gerade wenn du so viel Leben hast, dann würde ich doch sagen, wir schießen vielleicht zumindest einmal noch drauf, weil das haut schon rein. Peppermint Wand. Ja, habe ich letztes Mal nicht mitgenommen, weil... Genau, das ist auch eine Fernkampfwaffe. Weil das Ding Ladung hat. Das passt natürlich gut hier mit dem Kind zusammen und dem Candy. Aber ich bin jetzt in erster Linie nicht so der Fan von Sachen oder von Waffen, die eine bestimmte Anzahl an Aufladung haben. Candy Corn, ja, das ist doch eine super Sache. Will ich da jetzt schon rein, ist die Frage. Mit 29 Lebenspunkten oder warten wir erstmal? Kommst du zu uns? Du kommst scheinbar zu uns. Der hat halt nicht so eine große Reichweite. Aber wir können jetzt mit beiden Waffen angreifen. Das ist halt gar nicht mal... Das reicht noch nicht. So. Einmal kriegst du damit ein. Und dann damit. Ach, genau. Wir können auch... Ja, das ist das Gute daran. Wir können dreimal mit dem schießen und dann müssen wir unseren Zauberstab nachladen. Will ich jetzt bei dir aber auch nicht so verballern. Lieber ein bisschen sparsamer damit umgehen. Muss ich den, kann ich den nachladen? Wenn er nur noch 2 Schuss hat? Scheinbar nicht, so. Ich traue mich jetzt einfach mal hier nach vorne. Das ist super, in diesem Feld hier rumzuschreien. Wo ist mein Bett im Kornfeld? Da ist vermutlich kein Bett. Du schläfst. Okay, 6 Schuss. Das ist ein bisschen wenig. Das ist echt ein bisschen wenig. So, wir haben hier Munition. Okay, das sind dann auch eigentlich auch immer... 3 Schuss Munition. Du kannst uns nicht sehen, ne? Wir können uns hier auch verstecken. So sieht das zumindest aus. Es sei denn, wir teleportieren uns hier durch die Gegend. Das wäre natürlich jetzt echt blöde, wenn wir hier gleich rumschreien würden. Was zur Hölle? Pit Devil. 10 Damage.
Wow. Okay, ich würde gerne mal gehen. Danke. Wir bleiben jetzt einfach mal kurz hier. Essen mal ein bisschen was. Und warten. Wir müssen warten. Wir haben ja immerhin Nahrung. Okay, das ist halt auch eine blöde Idee. Ja, sieht wieder ganz gut aus. Was war da? Giant Wasp. Fast Units move and attack twice each turn. Das ist natürlich eine blöde Sache. Hm, wir können dich so direkt nicht ausschalten. Ich habe jetzt auch nicht nachgeladen, verdammt. Oh, das tut natürlich weh. Das tut natürlich echt weh. So. Was haben wir hier unten? Oh. Lassen die die Sachen auch einfach fallen oder spawnen hier einfach Sachen mal so aus Just for Fun? Ach, ich packe mir das einfach hier hinten hin. So. Gut, was haben wir hier? Hellbat. Will lift prey far into the air, then drop them for a massive fall around 12 tiles north. Das ist ja auch eine super Sache. Ich meine, hey, da können wir nachladen. Das ist natürlich eine super doofe Sache. Wenn da noch mehr Gegner sind. Curse Abomination. Du machst halt auch nicht so wenig Schaden, ne? Das ist halt... Ich gebe dir lieber erstmal einen mit. Ach, nein! Können wir... Okay, das war eine schlechte Idee. Ja, das war eine schlechte Idee. Der ist uns halt immer hinterher und konnte uns dann auch angreifen. Dammig! Okay. Gut. Dann gehen wir hier nochmal in Arcade rein. Ich frage mich halt, wir haben jetzt schon so viel Währung davon. Das muss doch eigentlich immer teurer werden. Jetzt haben wir 1963. Gut, den haben wir doch aber auch schon gesehen. Ha. Laser Cannon. Was stand da noch? Ignoriert Armor. Ja, das ist super. Wobei, da steht neu. Oder war der nur im Tutorial? Das könnte natürlich auch sein. Aber wenn ich hier schon so viel von dem Zeug kaufen kann. Was ist das denn? Panzer? Oh mein Gott. General Smith. Mythical. Okay. Okay, okay. Clown a Cobra. Was denn? Hm. Ja, das ist ja alles schön und gut. Es irritiert mich hier alles noch so ein bisschen. Heißt das jetzt aber... Gut, wir haben die Sachen freigeschaltet. Wir haben aber so viel Währung und ich könnte, glaube ich, irgendwie alles schon hier freischalten, oder nicht? Ich mache das jetzt hier einfach, oder? Oder machen wir immer ein paar in dem Video? Können wir auch machen. Dann können wir uns die dann schon mal angucken, so ein bisschen. Helm of Gluttony, ja genau. Plus 30 Leben. After consuming something, gain block equal to food gained. Okay. Verlieren sämtliches Block, wenn wir ablegen. Rather than you... Cool, haben wir ja auch schon... Also das kann es dann halt auch irgendwie nicht sein. Das ist halt nur, damit man die dann quasi sammelt, oder wie? Pit Devil hatten wir ja auch schon. Das irritiert mich alles so ein bisschen. Na gut, dann starten wir ein neues Spiel.
und aller guten Dinge sind drei. Wir nehmen jetzt nochmal hier das Kind und dann nehmen wir die nächsten und spielen vielleicht dreimal und dann gucken wir beim nächsten und nächsten und nächsten. Bei dir war das ja hier mit, du kriegst halt Speed, wenn du Zucker konsumierst. Cereal ist halt auch eine super Sache. Schusswaffe, Slingshot ist jetzt nicht so toll. Aber ansonsten gucken wir mal. Das macht echt Laune, das Spiel. Das ist halt auch relativ simpel. Es ist halt relativ simpel, aber das gefällt mir auch daran. Da können wir nicht durch. Ha, dafür brauchen wir zwei Schlüssel. Ja, komm her. Noch ist das alles hier gar kein Problem. Käse haben wir. Was war das? Herbal Cigar. Turn into a tree for 12 turns. Okay, wir können nichts machen. Das ist, wir tarnen uns quasi damit. Das ist ja eine super Sache. Das ist hier quasi so ein Notfallknopf. Wenn uns hier irgendwas über den Kopf wächst, verwandelt man sich einfach in einen Baum, wie im echten Leben. So, Lollipop nehmen wir mit. Und ich würde schon sagen, das brauchen wir erstmal nicht. So, die ganzen Heil-Items, die hebe ich mir vielleicht doch auf. Oder zumindest teilweise erstmal. Nahrung ist schon mal eine super Sache. Das ist definitiv auch eine super Sache. Und Cereal hebe ich mir auch dann erstmal auf. Also ein bisschen da die Shortcut-Leiste, das Inventar sortieren, ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Owl Eye Shroom. Gain Night Vision. Oh, jetzt finden wir ja hier voll die interessanten Sachen. So, du kannst erstmal anrücken. Ich muss mir halt die Sache mit den Blobs überlegen, ob ich mich wirklich damit den anlegen will oder nicht. Das hängt dann auch wieder davon ab, ob da irgendwas Interessantes rumliegt oder nicht. Was für eine Überraschung. Night Vision. Können wir auch mal. Ist jetzt der Priorität, packe ich eher so nach vorne. So, Essen ist super. Gut, Leben ist halt auch super, aber das ist auch nur immer plus 3. Könnte ich eigentlich im Prinzip auch schon essen oder direkt wegwerfen eigentlich. Weil das wird, glaube ich, keinen Unterschied machen, so wirklich. The Radio Star. Okay. Du machst jetzt auch nicht so wenig Schaden, Kollege, ne? Also. Und du hast. Oh Gott, du hast auch drei Rüstungen. Oh Gott, ja, nee. Nee, nee, das vergessen wir mal. Das wird nicht gut ausgehen. Das wird ganz und gar nicht gut ausgehen. Das wird viel zu lange dauern. Also, ich kann mich da hiermit noch heilen mit den Lollipops, aber das wären dann auch nur 6 Lebenspunkte. Dich lassen wir links liegen. Hier kommen wir nicht lang, weil der Typ, weil der Baum den Weg blockiert. Ich hätte gerne eine Axt. Acid Rain. Das ist ja super. Okay, jetzt haben wir ein Problem. Ich ziehe mir die mal direkt rein. Wir brauchen halt irgendwas, wo wir reingehen können. Verdammt, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Oder ich darf halt in diesen Säurewolken nicht stehen. Gibt es hier irgendwas? Oh gut, das ist jetzt vorbei. Okay. Was bist du denn? Du bist... Ah, du bist so ein Turm, oder? Ich bleib jetzt erstmal hier. Du bist bestimmt so ein Turm. Ich will aber wissen, was da... Corn Gun. Verdammt. Ich kann mich eigentlich nicht mit dir... Du kannst uns von da immer noch treffen. Was ist das denn für ein Mist? Das
So, ich gehe das. Ich versuche das jetzt. Komm hier. Ich kann da. Das hat uns aber auch schon zu viel gekostet. Kann ich halt auch nicht ausrüsten, weil Fernkampfwaffe. Macht weniger Schaden, aber hat mehr so ein. Was heißt das denn genau? Da wächst Korn. Ist das Flächenschaden oder kann man das dann essen? Ach so, okay. Ja, gut. Brauche ich sowas? Nein. Ja gut, die Sache hier mit... Also XP ist jetzt gerade ein bisschen blöd. Mit so wenig Nahrung. Wir müssen halt mal... das ist halt... Wir kommen nicht mehr an Lebenspunkte. Ach nein! Warum? Na, noch ein bisschen Radioaktivität. Warum denn nicht? Ist ja so spaßig. Oh Gott, da oben will ich nicht hin. Nee. Könnt ihr mal knicken. Aber ich brauche Nahrung. Aber irgendwie auch nicht die richtige Nahrung. Gibt es hier noch irgendwas? Nichts. Ist ja mal ein richtig blöder Run. You find nothing. Mal two. Ja. Ja, mal two, genau. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Könnte das jetzt so machen? Ja, toll. Das kostet dann aber auch wieder Nahrung, weil wir halt in der Zeit nichts machen. Und wenn wir nichts machen, dann ist das halt eine blöde Idee. Und wir werden gleich verhungern, weil wir so wenig Lebenspunkte... Ich nehme das mal. Vielleicht gibt es hier ja noch irgendwas. Ja, Bohnen! Gib mir Bohnen! Jede Menge Bohnen! Ist halt auch schon wieder ein bisschen wenig. Muss ich die nachladen? Ja, kann ich... Oh, beziehungsweise kann ich sogar nachladen, alles klar. So, 14 Lebenspunkte. Was soll da schon schief gehen? Sardinen. Jawohl. Da ist ein Bett. Das ist super, dass da ein Bett ist, aber... bringt uns jetzt auch nicht so viel. Ich muss jetzt alles essen, was ich hier finden kann. Halt auch schon wieder doof. Aber da oben sind ein paar Sachen drin. Minus zwei Leben. Ja, okay. Katzenfutter, warum nicht? Drop. Okay, ich würde mal sagen... Wir nehmen uns hier mal den Hut und der gibt uns plus 1 Rüstung. Das ist doch schon mal was. Leider sieht man das am Charakter nicht. Das ist ein bisschen schade, aber gut. Ich kann damit leben. Da schleichen sie alle wieder draußen rum. Wir warten hier jetzt erstmal. Da ist wieder ein Blob. Ohne eine vernünftige Schusswaffe, die ein bisschen Schaden macht. Möchte ich da jetzt auch nicht unbedingt bei Nacht raus. Aber uns geht dann halt wieder die Nahrung aus. Das ist das große Problem. Wir müssen also irgendwas machen. Hier unten haben wir noch was. Da haben wir... Hä? Warum?
So, ein Punkt noch, dann sind wir verstrahlt. Crowbar. Ja. Super. Hatte ich letztes Mal auch, ne? Oder vorletztes Mal direkt am Anfang habe ich gar nicht, hatte ich gar nicht ausgerüstet, glaube ich. Nein, ich mache jetzt nicht die Jukebox an. Es könnte mal schön knicken. Das ist aber schon gut durchdacht. Also, dass man nicht irgendwo dann rumstehen kann und einfach wartet, bis man wieder volle Lebenspunkte hat, weil dann hat man keine Nahrung mehr. So ist man dann halt auch gezwungen, wirklich weiter zu spielen und nicht nur einfach abzuwarten. Das ist auf jeden Fall schon mal super. Langsam, wir befinden uns halt in einer blöden Situation. Dadurch, dass wir so wenig Nahrung haben. Oh, hallo. Ich habe mal wieder nicht nachgeladen. Das ist eine super Sache. Das könnte noch gerade gut gehen, aber das hat schon wieder uns zu weit zurückgeworfen. Da finden wir nichts. Nachtsicht wäre halt auch noch noch was gewesen. Ja, hätte ich schon nehmen können eigentlich. So, was haben wir da? Solar Flare, Radioactive Sunburst. Oh ja, super. Na super. Alle 12 bis 24 Züge kriegen wir einen Strahlungspunkt. Das heißt... Moment, ist die eben wieder runtergegangen? Au, au. Du solltest da oben jetzt eigentlich nicht so das Problem sein. Wir haben jetzt auch noch 8 Schuss. Was warst du denn? Okay. Ich würde ja gern mal hier das benutzen. Das kostet halt so viel Züge. Dann bin ich nämlich gleich Geschichte. Das ist halt so doof, ne? Die geben halt Nahrung, aber die ziehen uns Leben ab. Und wenn wir eh schon so wenig Leben haben, das ist irgendwie keine gute Kombination. So, ich habe jetzt die Hoffnung, dass sich hier noch irgendwas befindet, was wir gebrauchen können. Banshee. Ach, ja, genau. Dich wollte ich jetzt nicht finden. Oh, Mann. Ich glaube... Ja, Mutation, super. Schaden, 0,25 Damage pro Zug, Schaden in der Sonne. Nein, Screaming Urges. Ja, total. Ich meine, von den beiden Sachen. Läufst du uns jetzt ewig hinterher? Das heißt, das ist hier also mein Ende, richtig? Sieht so aus. Ja, komm. Okay, gut. Am Anfang ging's, dann ging's steil bergab nach kurzer Zeit, so was Leben und Nahrung anging. Mal gucken, wie es nächstes Mal läuft. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Das war's von mir und bis bald.